Und wir beten dich an und danken dir für deine Liebe, für deine Gnade und dass wir so in Freiheit vor dich kommen dürfen. Amen. Ja, ich darf euch bitten, die Brille nochmal anzuziehen. Und ja, für alle zu Hause, ihr könnt ja einfach mal die Augen schließen. Und jetzt gibt es eine Aufgabe für die im Raum. Und zwar mit dieser Brille sucht ihr jetzt euch einen neuen Sitzplatz. Und zwar nicht mehr in dem gleichen Sektor. Also die, die links sitzen, gehen nach rechts und umgekehrt. Wer sich nicht gut zu Fuß fühlt, der darf gerne sitzen bleiben. Und für alle anderen geht's, wenn ich los sage, dann los. Wer findet möglichst schnell einen Platz? Los! Super, ihr habt es alle geschafft, aber es ist schon ein bisschen blöd mit so einer Brille. Aber ich habe euch ja gesagt, ihr müsst sie anziehen. Und bei mir im Leben war es so, dass ich, vor ich 18 Jahre alt war, ging ich auch ein bisschen etwa in diese Richtung durchs Leben. Nicht ganz. Aber ich wollte dann die Autoprüfung machen und ich ging zum Augenoptiker. Und der machte den Untersuch mit mir, dann ging er zu einem Fenster und sagte mir, hey, kannst du das lesen dort? Und ich sagte, nein, das kann man doch nicht lesen. Und dann meinte er, ja, schau mal, und er gab mir eine Brille. Und ich entdeckte, ich bin immer ein Stück weit blind durchs Leben gegangen. Meine Realität war, dass ich weniger sah, als möglich ist zu sehen. Und die Sehprobleme, die können nicht nur im Physischen sein, sondern die können auch geistlich sein. Ich glaube, auch dort kann es ein Problem sein, dass wir nicht mehr klar sehen. An einem unserer Charakter-Weekend waren wir auf dem Berg und es war eine mondlose, klare Nacht. Und ich stand so draußen und schaute in den Himmel hoch. Und ich sah einen überwältigenden Sternenhimmel und merkte, das ist nicht das Gleiche, was ich sehe, wenn ich in Zug oder in Zürich in den Himmel schaue. Und dann spürte ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, Andi, wie du den Himmel wegen der Lichtverschmutzung nicht mehr klar siehst, siehst du auch mich nicht mehr klar. Wenn du nicht immer wieder aus deinem Alltag herausgehst, an Orte ohne Lichtverschmutzung, wo du mich sehen kannst. Wenn wir immer so in der vernebelten Welt leben, wo ganz viele Eindrücke auf uns reinprasseln, dann kann es sein, dass es wichtig ist, dann ist es wichtig, dass wir zwischendurch wieder rauskommen und diesem Gott begegnen. Und das, als ich mich mit diesem Thema beschäftigen anfing, habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht nur ein Problem von unserer Zeit oder von mir, sondern schon Jesus. Oder Jesus zitierte Jesaja für das. Also ich zitiere jetzt Jesus, der Jesaja zitiert hat, und schon so lange besteht das Problem mit dem Sehen und dem Schlechthören im geistlichen Bereich. Ich möchte euch Matthäus 13, 11 bis 16 vorlesen. Die Jünger haben in diesem Moment Jesus gefragt, wieso er in Gleichnissen zu den Menschen spricht. Und Jesus antwortete ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen.
Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr an sich bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sie sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nicht verstehen, sehen und doch nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Jesus spricht da von Menschen. Jesaja sprach von Menschen, die vor ihren Augen etwas sahen, aber es nicht erkannten. Er spricht von Menschen, die Jesus hörten, wie er zu den Menschen sprach, aber sie nicht verstanden, was er ihnen sagen wollte. Kennt ihr Menschen, die das Evangelium hören, die von Jesus hören, aber es einfach nicht verstehen? Kennt ihr Menschen, die Wunder erleben und Gott sehen, aber es einfach nicht erkennen, dass er am Wirken ist? Er spricht von Menschen, die Erkenntnis haben und etwas erkennen von Jesus und von seinem Reich, die es aber nicht und diese Erkenntnis dann wieder verlieren. Und manchmal bin ich so, oder da erlebe ich etwas und denke, wow, das ist jetzt Gott. Und dann bin ich in der Gefahr, hier stehen zu bleiben und das zu meinem Gott zu machen. Und durch das kann ich auch das, was ich erkannt habe, wieder verlieren. Menschen, die etwas von Gott erleben und dann merken, hey, nur das nehmen und dann denken, okay, das ist jetzt alles. Menschen, die in Zürich in den Himmel schauen und denken, ja, ist schon nicht schlecht, die paar Sterne. Aber nicht wissen, da gibt es noch viel mehr. Die werden das Wenige, was sie haben, im Glauben auch wieder verlieren. Und dann spricht Jesus von den Menschen, von den Jüngern, zu den Jüngern und sagt ihnen, hey, ihr habt erkannt und ihr werdet noch mehr erkennen. Ihr seht mich tun und es löst etwas in eurem Leben aus. Spannend finde ich einfach, dass wenn wir in der Bibel weiterschauen und im Markus-Evangelium dann eine Stelle finden, wo Jesus genau das gleiche Zitat wieder verwendet, aber dieses Mal nicht das Volk anspricht, sondern seine Jünger anspricht, die dem nachfolgen und ihnen sagt, hey, ihr seht, aber ihr versteht immer noch nicht, ihr hört und erkennt nicht. Wieso spricht jetzt Jesus auch seine Jünger mit dem an? Er spricht sie an mit dem, weil wir Menschen uns immer wieder aufmachen müssen. Immer wieder an Orte gehen müssen und diesem Gott begegnen. Weil Gott noch viel größer ist als das, was wir kennen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt heute Morgen, den ich dir mitgeben möchte, ist, Gott ist größer als das, was du von ihm bis jetzt weißt. Gott ist noch viel mehr, er ist noch viel mächtiger, er ist noch viel gewaltiger, er ist noch viel schöner, viel weiter. Und du hast es noch nicht, du bist noch nicht am Ziel. Du bist unterwegs, egal wo du stehst, egal wie viel du schon erlebt hast, es gibt noch mehr. Und es ist gewaltig, jedes Stück mehr zu entdecken.
wie es auch gewaltig ist, vom Himmel jedes Stück mehr zu entdecken. Wir sehen mit bloßem Auge in einer mondlosen, klaren Nacht circa 3000 Sterne. Auf der einen Seite auf der Welt, und dann können wir auf die andere gehen, dann sehen wir nochmal 3000. Aber ich denke, wir alle wissen, es gibt Millionen, Milliarden von Sternen da draußen, die wir nicht erkennen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist kein KI-Bild, sondern es ist ein Bild, 8000 Lichtjahre von unserer Erde entfernt, gemacht von einem Weltraumteleskop, vom größten, das es gibt. Es zeigt uns einen Sternennebel, Gase und Weltraumstaub, die sich zu Gebirge zusammentun und ganz viele Sterne. Und das Bild ist für mich so ein Ausdruck dafür, dass noch viel mehr auch von unserem Gott möglich ist zu sehen, dass Gott noch viel größer ist, dass es noch viel weiter ist. Er hat den Weltraum gemacht, er hat das Gewaltige da draußen gemacht und er selbst ist noch viel größer. Was ich auch faszinierend finde an diesem Bild, ob man jetzt das gut findet oder nicht, aber es wurden über 10 Milliarden investiert, damit dieses Weltraumteleskop in den Weltraum fliegen konnte und Bilder machen konnte. Und es dauerte über 14 Jahre länger als geplant, bis dieses Teleskop starten konnte. Und ein unglaublicher Aufwand für diese Bilder. Unglaublicher Aufwand zum Herausfinden, was ist da noch? Und da frage ich mich manchmal, wie sieht es bei uns aus, die mit Jesus unterwegs sind? Wie groß ist unsere Bereitschaft, um alles dafür zu geben, um noch ein Stück mehr von diesem Gott zu erkennen? Wie oft denken wir, ah, jetzt ist gut, ich gehe in die Kirche, ich schaue Livestream, ich bin mit diesem Gott unterwegs und es ist ja alles gut. Aber wo ist unser Hunger, unsere Begeisterung, unsere Freude? Wir wollen mehr entdecken und das darf uns unsere Zeit kosten, das darf uns unsere Energie kosten. Und wir geben nicht gerade auf, wenn wir 2 Minuten da sitzen und Gott bitten, dass wir ihn erleben und denken, ah, ja, dem Fall doch nicht. Ich erlebe immer wieder, wie genau diese Eigenschaften, Geduld und Investition, sich Zeit nehmen, auch bei Gott so wichtig sind. Es kostet mich immer extrem viel, mich für ein paar Tage aus dem Leben herauszunehmen und an einen Ort zu gehen, einfach mit dem Ziel, ich möchte dir Gott zu begegnen. Alleine, ohne jemand mitzunehmen. Oder mit Freunden, einfach mit diesem Ziel und diesem Fokus. Und es geht nicht darum, das Beste, das Größte, das Neueste zu entdecken, sondern einfach Zeit mit diesem Gott zu verbringen. Vor einiger Zeit ging ich in ein Kloster, um 3 Tage zu schweigen. Und das fordert mich extrem heraus, das alleine sein, das nicht sprechen können. Und ich war so dort und hatte meine Kämpfe mit mir. Und am Samstagabend lief ich alleine durch die Straßen und dachte mir, hey, was soll das? Du könntest jetzt dieses, jenes, alles machen. Und dann merke ich so, wie Gott mich fragt, ja, aber Andi, du sagst immer, ich alleine genüge dir. Und jetzt bist du alleine und fühlst dich so. Und dann merke ich, wie ich mich neu dafür entscheiden will, zum Sagen, ja, Jesus, du alleine genügst.
Ich muss nichts haben an Ablenkung, ich muss nichts haben von dieser Welt. Wenn ich nur dich habe, dann ist es genug. Und das sind für mich so Momente, wo wie ein neues Stück Himmel für mich aufgehen. Wenn ich mich aufmache, aus meinem Alltag heraus, aus meiner lichtverschmutzten Welt von dem kleinen Bildschirm heraus, wo mir immer wieder sagt und zeigt, hey, ich habe noch etwas Spannendes, ich habe noch etwas zum Kaufen für dich, ich brauche dich, du hast Nachrichten und was auch immer. Wir leben in einer Welt, die alles daran setzt, um uns von dem Entscheidenden abzulenken, von Gott und von den Momenten mit ihm. Und es ist gut, leben wir in dieser Welt. Und es gehört dazu. Aber trotzdem braucht es immer wieder die Momente, wo wir einen Schritt aus unserem Alltag heraus machen und an Orte gehen, wo er uns ganz neu begegnen kann. Er kann uns überall begegnen. Er kann uns im Stress und in allem begegnen. Aber er liebt es, die Momente, wo wir einfach zu ihm kommen. Und wir haben in dieser Bibelstelle gelesen, dass Jesaja in den Worten der Prophezeiung sich beklagt, dass Gott uns nicht helfen und uns nicht heilen kann, weil wir nicht auf ihn hören und nicht zu ihm kommen. Und ich möchte dir Mut machen. Suche diesen Gott. Gehe diese extra Wege. Nimm dich aus dem Alltag und aus allem, was schreit, heraus. An Orte, wo du diesem Gott begegnen kannst, damit er dir helfen und dich heilen kann, damit dein Leben immer reicher wird und du immer mehr von dieser Schönheit und von dieser Macht und von all dem, was Gott ist, entdecken kannst. Und ich möchte euch noch mit den Worten aus Epheser 1, Vers 17 und 19, ja, ich möchte das für euch beten, was Paulus gebetet hat und ich gemerkt habe, hey, genau diese Worte treffen das heutige Thema oder den Wunsch, einfach für diesen Gott zu gehen. Ihr, denen Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Amen. Ja, vielen Dank, Andi, für diese ermutigende Botschaft. Wir wollen das jetzt gleich in Tat umsetzen.